Wenn du in irgendeiner Diskussion dein Argument unterstützen und verstärken willst, gibt es vielleicht nichts Besseres als eine berühmte Person, einen Politiker oder einen Nobelpreisträger zu zitieren. Zum Beispiel Einstein hat mal gesagt, der Mensch erfand die Atombombe, doch keine Maus der Welt würde eine Mausfalle konstruieren. Nach diesem Zitat verstehen überhaupt alle, wie verrückt die Idee von Atomwaffen ist. Oder traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Winston Churchill hat das gesagt. Das kann man in jeder Diskussion über Politik verwenden. Alle Politiker sind gleich, oder? Egal ob in Russland, in den USA oder in Großbritannien. Noch ein Beispiel. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Dieses optimistische Zitat von Oscar Wilde, so steht zumindest im Internet, schreibt man sehr oft auf Postkarten. Ein sehr schöner Ausdruck. Weißt du heute, was diese drei Zitate gemeinsam haben? Sie sind alle falsch. Einstein hat das nie gesagt, Churchill hat sowas nie gesagt und dem Oscar Wilde wird dieses Zitat auch falsch zugeschrieben. Es ist eigentlich noch schlimmer. Vielleicht 90% der Zitate, die man im Internet findet, sind entweder falsch zugeschrieben oder frei erfunden. Welchen Zitaten und welchen Quellen kann man überhaupt vertrauen und wie kann man herausfinden, ob ein Zitat korrekt zugeschrieben oder frei erfunden ist? Darüber sprechen wir heute, aber erst nach dem Intro. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast, einen echten Zitatexperten, Gerald Krieghofer. Gerald habe ich auf Twitter kennengelernt, er ist dort sehr aktiv, sehr empfehlenswert ihm zu folgen. Seine Hauptaktivität ist aber die wunderbare Webseite Zitatforschung, auf der er falsche Zitate sammelt. Dort kannst du schon heute mehrere hunderte Artikel mit falschen Zitaten aus allen möglichen Bereichen des Lebens finden. Man kann vielleicht sagen, zumindest im deutschsprachigen Raum ist Gerald der Zitatexperte. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, insbesondere werde ich versuchen, das Gespräch ein bisschen in die Richtung falsche Einsteins Zitate zu steuern, da so viel Scheiß im Internet dem armen Albert falsch zugeschrieben wird. Wir treffen uns im Café Nest im 19. Bezirk Wiens. Okay, jetzt sind wir im Café Nest. Servus Gerald, es freut mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast. Freue mich auch. Zuerst sag mir bitte, es gibt dieses berühmte Zitat von angeblich Isaac Newton. Wenn ich weiter geblickt habe, nur deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen gestanden bin. Stimmt das? Hat er das wirklich gesagt? Ja, das hat er gesagt in einem Brief an Hooke 1767. Was aber falsch wäre, also das Zitat ist richtig, aber er hat diese Metapher nicht geprägt. Bei schon Anfang des 12. Jahrhunderts hat der damals berühmte Philosoph Bernhard von Chartres eben gesagt, wir sind Zwerge und wenn wir weitersehen, dann, weil wir auf den Schultern von Riesen stehen. Und ja, also er hat das zwar gesagt, aber war nicht der Erste und nicht der Letzte. Er hat es nicht geprägt, ja. Geprägt hat, ja. Ganz schön ist, dass einer der Letzten, der das gesagt hat, war Sigmund Freud, nachdem Stekel, ein Wissenschaftler, den Sigmund Freud nicht sehr vertraut hat, der hat dann, um sich zu rechtfertigen, hat er gesagt, ja, wir stehen auf den Schultern eines Riesen und deswegen sehen wir mehr. Und Freud hat dann ungefähr so geantwortet, ja, das mag schon sein, aber die Laus am Kopf eines Astronomen sieht nicht mehr als der Astronome. Ja, stimmt. Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, falsche Zitate zu sammeln? Was ist deine Motivation? Ich spüre ein bisschen von diesem Klugscheißer, oder? Ich meine, gefällt es dir zu beweisen, dass alle anderen falsch liegen? Ich bin dazu gekommen, weil ich jahrelang über Karl Kraus, den Satiriker, der die letzten Tage der Menschheit geschrieben hat, geforscht habe, auch in Archiven. Und Karl Kraus war es sehr wichtig, dass seine Sätze korrekt inklusive Beistrich abgedruckt werden. Und mir ist dann aufgefallen, dass es ganz viele Karl Kraus-Zitate gibt, die falsch sind. Und für einen Vortrag habe ich dann so fast 50
falsche Krauss-Zitate gesammelt. Und bei dieser Arbeit ist mir aufgefallen, wie viel falsche Zitate in Zeitungen und im Internet unterwegs sind. Und da habe ich gesehen, falsche Zitierungen gab es immer schon. Schon der Mann, der die geflügelten Worte geschrieben hat, Büchmann, hat sich darüber beklagt, wie oft falsch zitiert wird. Aber was jetzt neu kam durch Internet und Facebook und Online-Zitatlexika, dass wir überschwemmt werden von falschen Zitaten. Also auf Traueranzeigen stehen falsche Augustinus-Zitate. Als meine Tochter Matura gemacht hat, vor ein paar Jahren, hat die Lehrerin ihnen so eine Seite mitgegeben mit 3 falschen Zitaten. Und ich habe dann gesehen, dass es in Amerika gibt es mehrere Instanzen, die in der englischsprachigen Welt systematisch falsche Zitate sammeln. Gas No Tool ist im Internet eine tolle, seriöse Quelle. Aber es gibt auch andere. Und da habe ich mir gedacht, da ist eine Lücke, das sollte jemand machen. Und da ich sehr gerne immer schon den Kontext von Wortgeschichten, Ideengeschichte nachgegangen ist, und da ich außerdem auch die Skills dazu habe, ich habe für die Akademie der Wissenschaft schon für Wörterbücher mitgearbeitet, macht es mir ein großes Vergnügen, den falschen Zitaten nachzugehen. Und ob es mir Schadenfreude, also bei unseriösen Journalisten oder Schriftstellern freut es mich wirklich, wenn ich mir denke, das ist so. Aber bei Leuten, die ich schätze, ist es mir auch ein bisschen peinlich zu schreiben, ja. Schon meine Zitate in meinen Videos zu korrigieren, was er auch sehr oft gemacht hat. Ja, nein. Aber tatsächlich glaube ich, wenn man die Tradition ernst nimmt oder wenn man, es gibt ein schönes Einstein-Zitat, ein richtiges Einstein-Zitat, das ich jetzt nur paraphrasiere. Also wenn man es bei Kleinigkeiten nicht ernst nimmt, die Wahrheit, dann haut es auch bei Großen nicht hin. Also ich glaube, dass Leute, die dafür bezahlt werden, genau zu beschreiben, also Professoren, Journalisten, an denen muss man schon den Anspruch stellen, dass sie genau zitieren. Einstein hat vermutlich gesagt, 2 Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, und ich bin nicht sicher in dem, was das Universum betrifft. Ja. Hat er wirklich das gesagt? Es gibt einen Psychologen, der behauptet, er hätte es gesagt, aber erst 15 Jahre nach seinem Tod. Solange Einstein gelebt hat, also 1947, hat Frederick Perls, ein deutsch-amerikanischer Psychologe, hat er dieses Zitat ein bisschen verändert, einem Astronomen zugeschrieben. Und 20 Jahre danach hat er noch 2 leicht veränderte Versionen zugeschrieben. Das heißt, in der Quellenkritik gilt er als kein, also es ist auf jeden Fall ein Sekundärzitat. Und einer Person, die erst nach dem Tod ein Zitat, das er vorher jemand anders zugeschrieben hat, ist nicht so glaubwürdig. Das heißt, ich bin bei jenen Interpreten, die glauben, er hat es nicht gesagt. Ja. Und das Zitat ist deswegen so toll, weil es gibt noch ein anderes berühmtes Zitat, das mit 2 Dingen anfängt. Mhm. Und dieses Pseudo-Einstein-Zitat ist ein Echo von dem: 2 Dinge erfüllen das menschliche Gemüt mit neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender das Nachdenken sich damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und ich glaube, dieses Pseudo-Einstein-Zitat, das ja auch auf Himmel und irgendwas Inneres geht, ist ein zynisches Echo von diesem tollen. Und ich glaube, das macht das Pseudo-Einstein-Zitat auch so erfolgreich, weil es so einen Raum erfüllt. Vereinfachung von ja. Etwas tiefer. Ne? Ja. Ein zynisches Echo auf ein idealistisches Zitat.
Wie findest du überhaupt die Zitate? Ich meine, es gibt viele im Internet, also versuchst du alle zu überprüfen. Und wie viele falsche Zitate gibt es eingeschätzt? 95%? Von den populären Zitaten ist jedes zweite falsch. Also ich glaube, wie ganz viel suche ich nicht, sondern ich werde auf Twitter oder per E-Mail angeschrieben. Und da fragt mich jemand, ist dieses Rilke-Zitat von Rilke, ist das Goethe-Zitat von Rilke? Und dann schaue ich mit Vergnügen nach, ob das ist. Und ich glaube, es gibt mindestens 2000 populäre Falschzitate, die so auf Facebook und so populär sind. Also es geht nicht nur um Fehlzitierungen in irgendeinem Buch, sondern die öfters zitiert werden. Noch ein berühmter Zitat Einsteins. Das ist unser Fokus heute. Ja. Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten. So musst du Einstein wirklich täglich mit Idioten kontaktieren? Ich glaube, es gibt andere Berufe, wo man viel mehr mit täglichem Kontakt mit Idioten geplagt ist, oder mit Leuten, die einem auf die Nerven gehen. Und das ist so ein typischer, das Zitat gibt es fast nur auf Deutsch, die meisten falschen Einstein-Zitate werden auf Englisch entwickelt. Und da hat einfach irgendein Scherzbold vor vielleicht 15 Jahren auf Facebook oder irgendwo dieses Zitat, das schon ein paar Jahre länger in den sozialen Medien, einfach Einstein zugeschrieben. Also man sucht da chronologisch, wann taucht es auf, wann wird es Einstein zugeschrieben. Man schaut nach, es gibt so ein berühmtes Zitatebuch von Einstein, und wenn es da nicht ist, dann ist es nicht. Also, und alle Zitate in diesem Buch sind korrekt, oder? Ja. Noch ein Zitat von Einstein, angeblich von Einstein, ein Physiker lieben es. Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung und die ist falsch. Ja. Stimmt das? Nein, das hat Einstein nie gesagt. Augenblick, ich muss schauen, wie Mencken mit Vornamen heißt. Also es gibt einen amerikanischen Schriftsteller, Mencken, der ein scharfer politischer Kommentator war, auch mit ein paar sehr blöden Sätzen über Frauen, aber in Amerika sehr bekannt. Und der hat es 1917 geprägt, 1919. Ich folge da den Recherchen von Garson O'Toole. Das ist ein amerikanischer Zitatforscher, der unglaublich witzelig und seine Seite heißt Quote Investigator, und da empfehle ich jedem, dorthin zu schauen, wenn er irgendein englisches oder ein Mark Twain Zitat hat, weil der hat schon mehr als 1300 dieser Falschzitate gesammelt. Okay, bleiben wir bei Einstein. Ja. Alle haben dieses Zitat gehört. Ja. Die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Hat Albert das gesagt? Nein. Also wissenschaftlich sagt man, mit großer Wahrscheinlichkeit hat man das nie gesagt, man findet es in keinem einzigen seiner Texte. Und die Geschichte des Zitats ist so, dass auch Garson O'Toole, den ich schon erwähnt habe, der hat herausgefunden, dass 1981, 1982 in einem Text nicht der anonymen Alkoholiker, sondern der Narcotics Anonymous, also eine Nebengruppe, da gab es ein Papier, wo so ähnlich dieses Zitat vorkommt, und drei Jahre später in einem Roman von Rita Mae Brown. Also 30 Jahre nach dem Tod sind diese von den zwei Leuten geformten Zitate plötzlich Einstein zugeschrieben worden. Als theoretischer Physiker liebe ich dieses Zitat Einsteins. Ja. Wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, ändere die Fakten. Ja. Hat er das gesagt? nein. Und Ivanka Trump hat das auch einmal zitiert im Wahlkampf. Berühmte theoretische Physikerin. ja, und sie ist dann furchtbar gemobbt worden. Und die Leute von Princeton haben gesagt, nein, nicht Einstein. Also wenn man den nachgeht, das ist ein sehr interessanter Fall, weil es gibt so ein Gesetz von einem amerikanischen Psychologen, Norman Meyer, Meyersches Gesetz, wenn die Fakten nicht kompatibel mit der Theorie sind, lass die Fakten weg, entsorge die Fakten. Ja. Das war 1960, und 1983 oder 86 in einem
mit einer Zitatsammlung für Manager ist dann das plötzlich in unserer Form Einstein zugeschrieben worden. Und eine wirklich Quelle für Fehlinformationen sind Zitate für Manager. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber die brauchen halt so Angeberzitate und es gibt wahrscheinlich keine unseriösere Quellensammlungen als diese Zitate für Manager. Okay, und zum Schluss, was sind deiner Meinung nach die meist verbreiteten Zitate, die sozusagen am falschsten sind? Also die überhaupt alle sogar respektvolle Quelle falsch zitieren oder falsch zuschreiben? Ja, eines der berühmtesten Zitate bis vor ein paar Jahren, als ganz viele dagegen geschrieben haben, ist Voltaire. Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung aussprechen dürfen. Und Voltaire hat das nicht gesagt? Nein, das hat eine Biografin von Voltaire so zusammenfassend. Heutzutage kann man dieses Zitat ein bisschen umdrehen. Ja? Ich bin genau derselben Meinung und ja, ich verstehe alles, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie einfach Ihre Klappe halten und nicht davon reden. Ja? Ja, genau. Okay, schönen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke. Ich wünsche dir alles Gute mit deinem Blog und hoffentlich bekommst du mehr Abonnenten nach diesem Video. Dankeschön. Das war ziemlich interessant, oder? Gerald hat einen Traum, das Institut der Zitatforschung zu gründen. Lass uns ihm helfen, diesen Traum zu verwirklichen. Folg ihm auf Twitter, besuch seinen Blog und wenn es dir gefällt, unterstütz ihn durch die Spenden, damit er nicht umsonst arbeitet. Und schreib mir in die Kommentare, welches falsche Zitat dir am meisten gefällt. Bis zum nächsten Mal. Too many signs. At this point, there's nothing, nothing I could do. I worry all the time. Could we reverse it?